Raymond. Du bist es doch, oder? Ha. Die BSAA. Ein bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Die FBC genau. Ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Yay! Wir arbeiten ohne Informationen. Die FBC ist am Standort. Auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Brücke durchsuchen. Was? Okay. Naja, meine schlimmsten Feinde kommen sowieso erst später. Es gibt einen Gegner in diesem Spiel, den ich übrigens hasse wie die Pest. Moment mal. Das muss ich jetzt erstmal klarstellen, wo geht's denn hin? Oh! Komme ich ja noch nicht durch. Und was ist hier? Steuerradschlüssel. Genau den ich suche. Kartenleser. Da muss ich auf dem ganzen Schiff noch die Karten einsammeln. Was ist das denn? Ah, BOW-Waffe. Die ist gut. Spezialzubehör. Wie kriege ich die Shotgun? Also ich habe jetzt schon Schrottgewehr-Munition. Hast du gerade so schwer geatmet? Egal. So, dann wollen wir mal hier rein. Das ist nur ein Raum. Das Blinken. Das Blinken hier. Was ist das? Fürs Schottgewehr. Für die Schrotflinte. Geschichte der Queen Zenobia. Ach, dafür haben wir jetzt Zeit. Tonnage 148.000 brutto Registriertonnen. Verdrängung 90.000 Tonnen. Länge 335,8 Meter. Breite 52,3 Meter. Höhe 93,97 Meter. Antrieb elektrischer Dieselantrieb. Besatzung 1094 Offiziere und Mannschaft. Passagiere 2200. Das Flaggschiff der Paraguas Line wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus den 1930ern nachempfunden. Dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfen, die George Trevor vor seinem Verschwinden hinterließ. Zeitungen aus der Zeit, als das Schiff
gebaut wurde, berichten von den Auszeichnungen, die das Design erhielt. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, der Königin des Reiches Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Wie die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Atlantiks. Atlantiks. Ja. Genannt. Und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen, schien in den 80ern die Queen Zenobia wie auch ihr Schwesterschiff reif für die Abwrackwerft. Zum Glück wurde sie von der Paraguas Line erworben. Ihre Dampfturbinen wurden durch eine elektrische Dieselantriebssystem ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert. Das Schiff mit neuester Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiger Luxusliner. Nach der Restauration brach die Queen Zenobia auf zu einer Weltreise. Im Anschluss umschiffte sie Südamerika und erlebte viele weitere Fahrten. In Zukunft wird der Starthafen für ihre Afrika-Fahrten im Mittelmeer liegen. Queen Zenobia wird noch für viele Jahre ihre Passagieren viel Freude bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia, Ausgabe von 1995. Okay. Aber viel lesen will ich hier eigentlich nicht. Was ist das? Verworfene Nachricht. Oh Gott, bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lass mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster, echte Monster. Die Leute hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keine Überlebenden. Verdammt, das ist das Ende. Ja, was ist das da hinten? Karte, oben Innenräume. Jawohl, jetzt habe ich... Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Jawohl. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Okay, jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Funktioniert nicht. Scheiße. Nichts funktioniert auf diesem verfickten Schiff. Also ich muss sagen, der Teil mit Jill ist immer gruselig. Woher kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir das. Die anderen haben immer Action am Arsch. Richtige Knaller-Action. Ja, ja, hier ist nichts mehr. Dann wollen wir mal wieder raus hier. Oh Mann. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Rein gar nichts. Egal. Dann machen wir uns wieder hier zurück. Obere, untere. Tja, unten werden jetzt wahrscheinlich auch schon die Monster auf uns lauern, aber ich gehe mal runter. Da ist ein Kraut. Da ist echt ein Kraut. Ich bin hier vielleicht sogar richtig. Warte mal.
gibt's nichts zum Analysieren? What the fuck? Aber ich will erstmal die Schrotflinte. So. Alter, warst du das gerade mit deinen abartigen Geräuschen? Moment mal. Ah, hier ist die Kiste. Ich habe übrigens jetzt neue Waffen drin. Die. Aber. Na, so gut sind die jetzt nicht. Obwohl ich eine zweite Waffe schon ganz nett fände. Aber die ist 140 Feuerkraft, die 165. Obwohl, warte mal, wenn ich den Schaden hier rausnehme. Oha. Dann habe ich 150. Das ist 10 weniger. Also. Sie können nichts. Okay. Man kann nicht Schaden 1 mit Schaden 2 kombinieren. Okay. Schade. Aber ich kann die Schrotflinte holen. Moment mal, wenn ich hier an der Kiste komme, dann bin ich da, wo ich vorhin war. Wieder zurück. Ah nee, hier müsste auch irgendwo die Schrotflinte sein. Guck mal hier. Gibt auch nicht mehr viel. So. Gucken wir uns mal hier die ganze Gegend mal an. Ich wollte ich mich noch mal angucken. Handgranate. Handgranate ist immer gut. Spiegel. Der Typ war so hässlich, dass der Spiegel gesprungen ist. Hier würde ich mich nicht waschen wollen. Ah, dass die Orte auch immer so abgefuckt aussehen müssen. Es ist doch echt. Tja. Okay, dann gehe ich mal hier wieder raus. Hier könnten überall wieder Gegner lauern. Jeden neuen Kapitel, wie ist das so? Aber es ist eigentlich auch in Resident Evil normal gewesen, also mich stört's nicht. Es gibt ja auch Gegner, die sind ein bisschen auch ätzend. Es gibt einen Gegnertypus, der explodiert. Jetzt sind wir wieder da. Da ging's nicht lang. Schieß mal genauer. Na komm. Oh. Alter. Na komm. Sind voll die scheiß Scharfschützen. Hätte ich das gewusst, hätte ich den oberen Teil genommen. Ah, hier ist jetzt Munition.
Kopf, 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 Kopf. Okay. Bis der mal richtig gut zielen kann. Gibt es hier noch so einen? Das war ein neuer Gegnertypus. Oder hatten wir den schon? Nee, nee, ich glaube, den hatten wir noch nicht. Ich weiß es nicht. Aber jetzt erinnere ich mich, dass ich oben hin wollte eigentlich. So. So aus einem bestimmten Grund. Gegner, ihr bleibt mir mal fern. In irgendeinem dieser Räume gab es ja diese Schrotflinte. Das muss hier gewesen sein. Da. Da haben wir es. Hep! So, und jetzt ist die Schrotflinte mir. Die Windham. Alter. Ja. War ein bisschen kritisch, aber auch nur ein bisschen. So. Jetzt kann ich auch mit der ein bisschen auslegen. Da ist nur ein Schuss drin gewesen. Na super. Gleich mal drei Schuss opfern, damit die geladen ist. Es gibt natürlich auch mehrere Schrotflinten in dem Spiel, glaube ich zumindest. So, jetzt frage ich mich, muss ich da hinten hin? War da so ein scheiß Steuerrad? Ich glaube nicht, aber hier war noch etwas, was ich mit einer Karte öffnen muss. Ich muss mir merken, wo die sind. Nämlich, da ist bestimmtes Spezialzubehör drin. Also zumindest bei Endgegner muss ich mal mir die Schrottflinte benutzen. Deswegen werde ich die jetzt modifizieren. Ob plus 10% nur gut ist oder ich glaube plus 20% wäre heftig. Aber ich will ja, dass eigentlich auch meine Pistole, die ich am meisten benutze, mehr nutzfähig ist. Okay, Leute, das wird jetzt ein bisschen stressig, nervig, weil ich so viel zurücklaufe. Ich muss nämlich gleich wieder dahin, aber ich will meine Waffe austun. So. Sind wir auch gleich schon da? Ja, hier. Hier war es, genau. So. Waffe tunen. Schaden erhöhen. Was? 160 mal 6? 176. Leisten das mal 6 dazu. Alter, meine Pistole ist momentan stärker. Aber ich denke mal, das liegt daran, die 6 Kugeln, die da rausgefeuert kommen. Eine Kugel gleich 6. Versteht da? So, jetzt den ganzen Scheißweg zurück.
Den Part werde ich zwar auch durchgehend aufnehmen, aber ich werde ihn mittendrin wahrscheinlich schneiden müssen. Aber es kommt noch nur was Gruseliges, zumindest von den Geräuschen her, was richtig Gruseliges. Okay, der Typ hat eigentlich schon den Weg jetzt zum Marker. Hier kommen wir nicht durch. Hier eigentlich auch nicht. Oh, oh doch, das war der. Ist das eigentlich die große Halle? Nee, das ist der Speisesaal.